So, einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Und ja, guten Abend. Bei mir ist mittlerweile 22.45 Uhr. Also mittlerweile tiefste Nacht. So. Scheiß Kopfhörer. Okay. So, also wir brauchen für den Weg, brauchen wir wieder diese Konkret-Dinger da, diese komische Compressed-Kacke. Ich würde es aber erstmal der Einfachheit halber einfach komplette Blöcke nehmen. Ich meine, wir haben ja jetzt ein bisschen was davon. Von daher würde ich hier tatsächlich einfach mal Blöcke verwenden. Andererseits, warum eigentlich? Nö. Mit so einem Spielerei fangen wir gar nicht an. Wir machen alles holbarweise. Was wir aber auf jeden Fall noch brauchen, ist Beton. Von den Betondingern bräuchten wir auch noch diese Dinger. Das heißt, wir bräuchten erstmal hiervon ein paar. Und dann bräuchten wir hiervon auch ein paar. Okay, sollte passen. Wisst ihr was, ich mache hier gleich mal, weil wir werden davon tatsächlich eine ganze Menge brauchen. Ich mache also hiervon gleich mal noch ein Stack voll. Könnte das reichen? Wir haben eine Breite von 12. Ich will immer noch außen Sims haben, das heißt wir haben 14 mal... Ach was, wisst ihr was, komm her damit. Wir können die Dinger ja, wenn wir sie nicht brauchen, können wir sie ja wieder rekombinieren. Fuck off. Von daher brauchen wir auch nicht geizig sein. Was wir haben, haben wir. Oh, ich bin wieder reingefallen. Ich sag ja, ich falle andauernd in irgendwelche Blöcke rein. Das ist abartig. Warum ist das so? Ich meine, es ist jetzt nicht minütlich, aber es ist halt so oft, dass es auffällt. Dass es passiert. So. Okay. Das heißt nämlich, was ich machen möchte, ist, dass ich hier überall noch eins weiter in die Breite gehe. Scheiße, ich wollte meine Schippe reparieren. Die ist ja mittlerweile auch schon ganz schön kaputt. Lidiert und ja. Danke. So. Der Hammer. Der Hammer ist natürlich eine Hammersache. Wo ist denn der überhaupt? So, da kannst du da wieder rein. So. Gut. Dann würde ich mal sagen, wir machen erstmal den Weg hier. Das heißt, wir brauchen die, brauchen wir hier. Das wären also irgendwas. Bäume, ich brauche Bäume. So. Einmal kopieren. Ich lasse die jetzt einfach direkt da dran. Ne? Erstmal so, dann jetzt noch den anderen davon. So, das hier wird jetzt übrigens mein neuer Exempelbaum.
Da werde ich jetzt ein paar Dinger ranklatschen, aber immer, ne? Aber immer welche, so wie wir es brauchen, ungefähr so, keine Ahnung. Oh Gott, das darfst ja keinem zeigen, ey. Ach ja, egal. Da wird garantiert nie jemand nachfragen, warum das so ist, wie es ist. Nee, da. So, jetzt brauchen wir noch mal hier einen Eingang. Aber ich habe es jetzt gerade kopiert. Den. Was? Doch. Was? Den da. Okay. Den hier denke ich mal. Genau. Wäre hier sogar fast egal. Nee, für immer nicht egal. Jetzt muss ich dir den hier kopieren. So. Und jetzt das gleiche mit den Betonplatten. So. Da brauche ich also auch noch mal die Seite hier. Und die Seite. Der Baum wird verschandelt. Ich mache erstmal den hier. So, was wäre nämlich dann hier so? Okay, also wir hatten gesagt, wir haben eine Gesamtbreite von 12. Da ich überall noch einen Sims drumherum machen möchte, wären es also 14. Also quasi die 2 plus nochmal 6. Also 1, 2 und dann wäre hier. Achso, scheiße, ich spreche für so ein Eckding. Ach komm. Ganz ehrlich, der eine kann auch mal so ein Block sein. Bam. Easy. Und jetzt geht es entsprechend weiter mit den Dingern. Das ist so dumm, Alter. Das ist so dumm, was ich hier mache. Aber es funktioniert easy. Und solange es funktioniert, funktioniert. Also da bin ich jetzt, ne, komplett frei. So, die Frage ist, wie weit bauen wir rein? Ich will jetzt nicht allzu weit reinbauen. Aber das Lager sollte natürlich auch schon ein bisschen Platz bieten. Das ist vielleicht sogar schon ein bisschen zu viel, was natürlich eine andere Frage. Warte kurz, wir machen es gleich mal mit Köpfen mit Nägeln. Also, ich möchte hier gerne eine Wand haben. Dann kommt hier auf die Höhe eine Kiste. Eine Lücke. Wieder eine also immer eine Doppelkiste natürlich. Dann Wand. Dann Doppelkiste, Lücke, Doppelkiste, Wand. Doppelkiste, Lücke. Doppelkiste, Wand. Das heißt, wir gehen nur bis hierhin, weil hier ist dann wieder außen der Sims. Das heißt, das hier kommt wieder weg. Da kommst du hin. Und die restlichen kommen auch wieder weg. Ist jetzt richtig? Wand, Kiste, Kiste, Lücke, Kiste, Kiste, Wand, Kiste, Kiste, Lücke, Kiste, Kiste, Wand, Kiste, Kiste, Lücke, Kiste, Kiste, Wand. Das könnte ein neuer Song werden. Perfekt. So. Hütchen. Das heißt, oh, wir müssen hier vor, hier hinten brauchen wir auch nochmal so eine Dinger. So eine Eckdinger. Ach, der Baum hat noch ein bisschen Platz. Hier können wir noch ein paar Sachen ranklatschen, die wir so über die Zeit brauchen. Herrlich. Gefällt mir. So. So, und jetzt brauchen wir nur noch die ganzen Platten, die 1 zu 1 von oben kommen. Dann nehmen wir einfach genau die hier. Klatschen jetzt da oben ran. Und kopieren die. Oh, ja, das war komplett dumm. So. Kommen wir den Plätzen doch mal hier alles ab, sieht der hier scheiße aus. Wenn ihr ganz ehrlich, was macht denn hier sowas? Das ist doch nicht mal professionell hier. So, easy. Okay.
So, und jetzt kommt das Ganze hier so rein. Hier brauchen wir auch eine kleine Lücke. Oh oh. Ja, das sollte jetzt so nicht so sein. So, hier kommt auch wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Oh, hier, der Mutter ist auch noch weg. Ich ist ja auch noch ein bisschen optimiert, denn ein Scheiße aus, ja. So ungefähr. So. Das sieht so dumm aus. Diese ganzen schweren Platten. Aber wenn es ist, dann hier drunter noch Platz für eine Fußbodenheizung. Ja, genau das. Gibt es nichts Spannendes als einfach nur stupide Platten verlegen. Warum sind hier so viele Lücken drin? Oh, das hat doch gereicht. Okay, also zwei Stacks haben wir doch tatsächlich gebraucht, aber nicht mehr als zwei Stacks. Nice. So, jetzt kommt der Grundrahmen. Grundrahmen, ja klar. Der Grundrahmen. Und der ist jetzt wie folgt. Hier kommt einmal die Wand hin. Was? Doch, ist richtig, genau. So, hier kommt dann die Außenwand hin. Hier kommt die Innenwand hin. So, erstmal nur rein modelltechnisch. Dann kommen hier zum Beispiel jetzt die beiden Kisten hin. Die beiden kommen dann natürlich wieder weg, weil hinter den Kisten an sich ist natürlich frei. Und dann geht es hier quasi nach unten oder nach oben, je nachdem wie ich den Tube verlege. Also kommen hier auf jeden Fall in die Tubes rein. Das heißt, Kiste, Kiste, Lücke, Kiste, Kiste, Wand. So, Kiste, Kiste, Lücke, Kiste, Kiste, Wand. Und so weiter und so fort. Kiste, Kiste, Lücke, Kiste, Kiste, was? Kiste, Kiste, Lücke, Kiste, Kiste, genau. Passt. Bam, bam. So. Das heißt, wir machen uns jetzt mal ein paar Kisten. Ich würde gerne die Kisten auf zwei Etagen machen. Das hat, also... Ja, eben machen wir es überhaupt. Ich will ja gar keine Kisten machen, sondern ich will ja diese Drawer will ich ja benutzen. Das ist die Frage, wie wir die anordnen. Ob wir da auch immer zwei nebeneinander packen. Oder ob wir das sogar als Sechser machen. Also quasi zwei breit und dann nicht immer. Also hier eine und dann da oben eine und nochmal eine. Sondern wirklich direkt zwei mal drei machen. Also quasi immer sechs auf einem Feld. Würde das gut kommen? Würde das gut aussehen? Ich weiß ja nicht. Das wird ein bisschen viel, denke ich. Aber andererseits, ganz ehrlich, ich meine, warum nicht? Da können wir nämlich hier hinten komplett offen lassen, die ganzen Dinger hier. Da kommt die alle wieder weg.
Ja, damit. Genauso wie die dann hier weg können, weil den sieht man dann eh nicht. So. Was ich auf jeden Fall noch brauche, wäre dann quasi hier hinten. Oder wir machen das hier irgendwie so seitlich, quasi so einen kleinen Wartungseingang für die Pipes. Obwohl, da komme ich bitte eh nicht mal ran. Ne, lass ich. So. Auf jeden Fall genau so, das dann quasi hochgezogen. Jetzt muss ich nur noch mal hier hinten noch mal vervollständigen. Machen wir hinten mit einem Ausgang, dass man hier so einfach durchlaufen kann. Ja, komm, ich lasse hinten erstmal offen. Oh, was ist denn hier, was ist denn hier passiert? Das sieht mir aus wie ein Unfall. So, und wie wir sehen, brauchen wir auf jeden Fall noch viel, viel mehr von diesem roten Stein. Also müssen wir wieder auf Suche nach Rohstoffen gehen. Ach Gott. Ja, ja. So schnell kann das passieren. So, sollte es endlich soweit passen. Ja, doch, sieht symmetrisch aus. Ja, 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 perfekt. Okay. Das heißt, wir brauchen ganz viele Dwarver. Und ganz viele, diesen roten, also ganz viel. Hä? Mann, Lehm, genau, Lehm, Lehm. So. Dwarva. Also wir wollen 6 mal 3. Das heißt, wir brauchen pro Block 6 Stück. Und wir haben 6, 12 Blöcke. Heißt also 6 mal 12 sind 72? Doch, müssen 72 sein. 72 Dwarva. Bei den Dwarva nehmen wir aber ganz normale, also diese Dinger hier. Und da brauchen wir jetzt eine Holzkiste plus 6 Holz für ein Dwarver. Das heißt, wir haben 72. Ist das mit den 72 überhaupt richtig? Also wir haben 6 Kisten pro Block. Das heißt, pro ne, wir haben immer 2 Blöcke nebeneinander. Das wären also 12 und das 6 Mal. Also 12, 36, 20, doch, doch, ist richtig. Ey, manchmal rechne ich so im Kopf und denke mir immer, ich rechne viel zu einfach und dann ist das aber doch richtig. Das ist so dumm. Okay, das heißt, wir brauchen 72 Kisten plus 72 mal 6 Holz. Warum immer so viel rechnen? Also, eine Kiste braucht 8 Holz plus nochmal 6 Holz sind also 14 Holz. Und 14 mal 72. Wisst ihr was? Wir haben doch hier diesen wunderschönen Taschenrechner. So, was habe ich gesagt? Genau, 14. Ach, Mann, bitte. Genau. 14 mal 72 ist gleich. Überschlagen sind das 70 mal 15, doch heute. Okay. Also 1008 Holz. Fick die Henne. Da müssen wir scheinbar noch ein bisschen Holz farmen gehen, denke ich mal. Gut, gucken wir mal ganz kurz. Brauche ich ja gar nicht. Das durch 4 sind also ungefähr 250 Holzblöcke. Ja, so viel Holz haben wir von keiner Art. Ne. Also ja, von denen hier, aber das ist aus dem wiederum kann man ja kein Holz machen. Das heißt, wir müssen erstmal Holz sammeln gehen. Und zwar nicht gerade wenig. Das heißt, ich würde da vorschlagen, dafür Dschungelholz zu benutzen. Jetzt muss ich mal gucken. Also zumindest die Kisten können wir aus Dschungelholz machen. Weil hier brauchen wir dann ja das Holz, dessen Farbe wir haben möchten. Und da wäre jetzt die Frage, was würde bei dem, also wir als Grundsubstanz dieses rote Holz, diese roten Backsteine. Und optisch gesehen würde da eigentlich bloß das hier gut aussehen. Und das ist jetzt dieses Kiefernholz. Ah! Passt gut, da haben wir tatsächlich sogar Holz, eine Menge. Okay, das heißt, das passt gut.
Und Dschungelholz für die Kisten. Das könnte tatsächlich sogar was werden. Okay, probieren wir einfach mal. So, wir brauchen 72 Kisten. Das heißt, du komplett alles. So, 72 Kisten. 1, 2, 3, 4, 5. Wird eng. Aber ich gebe nicht auf. Her damit. Tja, werden wir also bald mal wieder neues Holz besorgen müssen, ne? Wie viel fehlen noch? 16. Was? 16? Doch, 16 Kisten fehlen noch. So, das heißt, 16 mal 8. Ich bin so komplett raus. 16 mal 8 müssen 128 sein, richtig? 16 mal 8, doch, 128, genau. Das heißt also, so. So. Perfekt. Alter, manchmal, da kommt mir so vor, wie als wenn ich komplett Matsch in der Birne wäre. So, jetzt 72 mal 6. Das sind, da rechne ich mal im Taschenrechner nach hier, 72 mal 6. 6 mal, was zur Hölle? Weltall. 6 mal 72 ist gleich 432. Eine stattliche Anzahl. So, was? 432? Genau, 432. Also. Haben wir schon mal 400? Jetzt haben wir 400. Und dann noch mal plus 32. Perfekt. Alter. Das passt ja wie, weiß nicht. Wie irgendwas. So, jetzt bitte einmal rotieren und die Kissen in die Mitte. Was ist das denn? Leeres Regal. Ah, brauchen wir aber nicht. Wir brauchen das. Perfekt. Wusa. Yay. War eine schwere Geburt, aber wir haben es gepackt. So. Das heißt, alles, was wir jetzt noch brauchen, ist Lehm. Und zwar nicht gerade wenig. Das heißt, wir nehmen uns mal unsere Schippe. Die ist noch heile. Sehr gut. Und dann begeben wir uns mal auf eine kleine Lehmsuche. Wie sieht es hier aus? Noch nichts Neues gewachsen. Schade. So, Lehm. Zum Glück kann man von Lehm leben. Schießt mich bitte. Ich auf jeden Fall sollten wir dann bald mal wieder Kiefern pflanzen, gell? Unser gesamtes Holzbestand ist jetzt quasi komplett weg. Wir haben kein Dschungelholz mehr und kaum noch Kiefernholz. Das ist irgendwie tatsächlich ein bisschen beängstigend. Wir haben gar keinen Platz mehr hier, sehe ich gerade. Ich sollte mich hier ein bisschen aufräumen. So, 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 so. Komm, du kannst weg. Du kannst sowieso weg. Sonst flippe ich hier nur aus. Ach komm, ich möchte hier auftauchen. Sonst krepiere ich noch. So, jetzt kannst du und du weg. Du auch. Oh, komm, alles weg hier. Wir haben Platz. Zum Glück, endlich mal. Wird nur mal Zeit hier, dass wir mal ein bisschen Platz haben in der Kiste, in den Dingern da. So. Na dann. Tauchgang für Fortgeschrittene. So, das nächste ist da. Vorne, weil hier nicht eins. Dann sind noch ein paar. So,
So, hier mal schön mittig hier rauf und jetzt einmal Tauchgang. Ich sterbe. So. So, wie viel haben wir jetzt mittlerweile? Oh, ein bisschen. Na, da brauchen wir noch ein bisschen. Dann. Oh ja, und schon wird hier unser Leben Vorrat langsam echt enge. Unsere Schippe übrigens auch. Okay, für wie viele reicht das? Das reicht gerade mal für 2 Stacks. Ja, ist also nicht sehr viel. Andererseits ist die Schippe halt auch schon wieder ganz schön lidiert. Also viel mehr schaffe ich mit der Schippe auch gar nicht. Ach, Alter. Gut, dann würde ich mal sagen, machen wir jetzt mal Folgenpause, also nächste Folge halt. Und gehen in der nächsten Folge aber nochmal los, ein bisschen Zeug sammeln. Damit wir dann ein bisschen mehr Vorrat haben. Ist ja schlimm, ist das ja. Gut, in dem Sinne, bis zur nächsten Folge. Tschüss.